zu. Ich störe nur ungern deinen Rhythmus, Karl, aber der Boss will was von dir. Könnte gut für uns sein. Hier ist der Chef. Auch beim 10A wurde ein Fehler entdeckt. Die Schlepperklammern klemmen. Zwei Mann müssen raufklettern und die Kabel sichern. Das ist keine leichte Aufgabe. Die Gilde verdoppelt den Lohn. Komm schon, Kerl. Etwas dazu verdienen? Kann nie schaden. Na? Okay. Alles klar. Gehen wir. An die Arbeit. Hier lang. Bin gleich hinter dir. Und damit servus, Leute. Willkommen zu Star Wars Jedi Fallen Order. Und ich bin aufgeklappt. ja, ein Spiel, auf das ich mich wirklich freue. Ja, obwohl das jetzt nicht so schön war, ich hatte ein paar Probleme die ganze Zeit. Ich hoffe, das geht jetzt wirklich. Bisschen durch mit den Nerven ist man dann schon. Keine Sorge. Ich habe die erste Stunde aufgenommen und hier oben bestehen wird. Ach, das sagst du jedes Mal. Erinnerst du dich an früher, als die Gilde die Ausrüstung wartete? Ja, das waren noch Zeiten. Dieser imperiale Auftrag ist Bantadum. Und damit wir unsere Ausrüstung selbst warten können. Hey, halt den Mund. Man weiß nie, ob nicht einer der Droiden zuhört. Ja, 100% wird's geben. Und ich habe die erste Stunde aufgenommen. Und es hat geruckelt wie so. Ich habe jetzt mehrere Test-Sachen durchlaufen lassen. Und eigentlich müsste es jetzt wirklich funktionieren. Ich hoffe es. Sieh dir das an. Ein Separatistenschiff. Ich habe ewig keinen Lookalike gesehen. Ja, ewig. Das Ausschlachten wird viel Geld bringen. Komm, gehen wir. Es ist schon eine geile Aussicht hier, muss man sagen. Also wie weitläufig das hier auch ist. Und wie hat sich der Typ hier eigentlich durchquetschen können? Das habe ich mich schon mal gefragt. Alles okay? Ja, ich bin okay. Aber die Leiter ist weg. Du musst einen anderen Weg finden. Tschüss. Kein Problem. Ich improvisiere. Verlasse sofort diese Barke. Du bist kein zugelassener Müll. Aber kein zugelassener Müll. Ich werde es jetzt hier einfach nur versuchen, schnell durchzumachen. Naja, ich bin ganz bei dir, Bruder. Ganz ruhig. Ich bin gleich wieder weg. Es ist natürlich auch total bescheuert, wenn man die erste Stunde gespielt hat und dann mitbekommt, dass der PC nicht mitmacht. Nicht mitgemacht hat. Lass sie nicht, Kerl. Schön, dich zu sehen. Dich auch. Bring dich nicht selber um. Das ist der Plan. Das ist der Plan. Schrottsammler unterwegs ist der Kerl. Durch. Hört sich an wie Schrottratten. Unheimlich. Lasst euch nicht stören, Jungs. Ihr müsst diesmal nicht rauskommen und Hallo sagen. Nein, das wäre auch mir unangenehm. Hey Kerl, wir treffen uns bei den Klammern. Klingt gut, bin in Kürze dort. Oh.
machen ja auch alles kaputt, die Druiden. Diese elendigen Klappergestelle. Wie kommst du hierher? Wie kommst du her? Hä? Ich habe auch keine Ahnung, wie sie hergekommen ist. Warum arbeitet die hier eigentlich, wenn sie nicht mal weiß, wie die da hinkommt? Und ja. Sieh mal, der Schiffskater ist hier. Na bitte sehr. Hey, wir sollten los. Ja, und ab geht's. Annale, Annale. Noch schneller. Ah, der Sarlacc da unten. Man sieht ja quasi nur. Nutze den unteren Hebel für den manuellen Override. Man sieht ja nur den Mund von den Kreaturen. Und darunter sind die verdammt riesig. Also. Alles klar. Du bist dran. Riesig halt. Kann man sich ja vorstellen, wie groß sie sein können. Wenn man einfach nur sagt, riesig. Okay, Klammer gesichert. Wow, alles okay? Bin noch da. Ah, du hast mir echt einen Schrecken angejagt, Kumpel. Fertig. Moment, ich mach das. Komm, sieh dir das an. Das ist ein Jedi-Jäger. Ein Volltreffer, ein echter Schutzsammler-Jackpot. Wie lange liegt die Klapperkiste schon hier? 4 Jahre? 5. Der Pilot fand hier wohl ein ruhmreiches Ende. Diese Jedi. Echte Tragödie. Ich hab dir immer gesagt, das war nicht alles Verräter. Ja, mag sein. Heute ist wohl unser Glückstag. Das Imperium kriegt jede Menge gutes Material. Ja. Wir schlachten Schiffe aus dem Krieg aus, nur damit sie daraus neue machen können. Findest du das okay? Was sagst du? Wir riskieren alle den Hals für die Bosse. Und die Bezahlung war zur Zeit der Republik auch besser. Hey, pass besser auf, was du sagst. Hey, hör mir zu. Der Findelon für das Ding. Könnte dein Ticket hier raus aus diesem Drecksloch sein? Du glaubst, ich will weg hier? Komm schon, Kerl, du bist doch noch jung. Du willst dich so enden wie ich. Irgendwann musst du dein Leben selbst in die Hand nehmen. Dein Schicksal finden. Wenn du das sagst, hey, wir sollten wieder runter. Hey, du hörst mir überhaupt nicht zu. Was war das? Vorsicht, Kerl! Let's go. Das ist kaputt, ich habe den Frachter. Da hat man nochmal richtig Schwein gehabt. Okay? Kerl, ich komm nicht raus! Komm, durchhalten! Oh. Ich rutsche ab! Nein, lass nicht los! Ich kann nicht mehr! Komm, nein! Alles okay, Prof? Mir geht's gut. Ich sitze nur fest. Kein Pilot. Hör auf, durchhalten. Vorsicht, Kerl. Achtung. Das Ding kann kaum fliegen. Komm mit. Geht's dir gut? Okay, wir sollten. Wir müssen weg, komm schon. Was war das denn? Was war das eben? War das. Warst du das etwa? Das war die Macht, oder was? Das, was du gesehen hast, ja. Bitte, vertrau mir. Ich hab sie gesehen, ich weiß von den Geschichten. Ich hab's gehört. Bro, für Leute wie dich gibt's ein Geld.
Ich weiß. Ja, alles klar. Wir müssen vorsichtig sein. Ja. Ja. Da war vielleicht, wie heißt die? Scout-Droide dabei. Das kann schon mal nicht gut ausgehen. Ist okay bei dir? Ja. Du? Ja. Klar. Kerl. Wir arbeiten jetzt schon länger zusammen. Ich habe aber nie gesehen, dass du sowas gemacht hast. Wir haben schon einiges zusammen durchgemacht. Also, ich weiß, was du für mich riskiert hast. Und ich kann dir das nicht zurückzahlen. Vergiss es einfach. Im Ernst. Oh, mach dir wegen mir keinen Kopf. Aber hier wirst du nicht sicher sein. Vielleicht solltest du, verschwinden. Okay, ich brauche nur meine Tasche aus meiner Bude. Der Pass schuldet mir was. Bist du nicht gerade auf Nasha da? Ja. Du wirst mich eine Weile nicht sehen, Prof. Ja. Ja, okay. Okay, Kerl. Mensch, dieser Kerl da, der Kerl, der hat ja einen Sekundenschlaf durcherlebt. Das ist jedenfalls nicht. Oh, ist er ja. Prof, warte! Gut sieht. Gruselig. Aber nur auf eine kleine Art. Star Wars und Horror, das wäre doch mal so. Wo bist du hin? Das ist ein Star Wars Horror Game. Hör nicht auf. Und das sind imperialen Kreuzer, so scheint es jedenfalls. Gut zuhören. Meister. Vertraue nur der Macht. Wir halten an, Prof. Ja. Was geht hier vor? Sturmtruppler geht hier vor. Identifizierung bereit. Mit dem klassischen EL-Rang. In einer Reihe aufstellen. Ist wahrscheinlich nur wieder eine Schmuggelkontrolle oder so. Lass dich überraschen.
Sind das schon alle? Ja, zweite Schwester. Wir suchen einen gefährlichen Flüchtling. Keinen normalen Anarchisten, sondern ein Mitglied des verräterischen Ordens der Jedi. Wird der Verräter nicht überstellt, folgt eine Anklage wegen Aufwiegelei. Stell dich selbst, sonst werden alle hier gemeinsam hingerichtet. Ich denke, jemand sollte mal vortreten. Ich arbeite hier schon eine geraume Zeit. Schon lange vor dem Krieg. Wir richten Schiffe wieder her. Die besten der Galaxis. Dann kam das Imperium. Und Ingenieure und zu Schrottsammlern. Die Arbeiter wurden übervorteilt. Wir alle kennen die Wahrheit. Wir sind nur ängstlich, es zu sagen. Für das Imperium sind doch alle entbehrlich. Ja, seid ihr. Nein! Seh an, ein Lichtschwert. Ich hab den Jedi. Ich hab den Jedi. Die Störung. Oh, das tut weh. Keine Bewegung. Wie kommst du hierher? Ganz ruhig. Wie kommst du hierher? Hey, ich sehe dich. Jetzt nicht mehr. Star Wars Jedi Fallen Order. Das nächste große Spiel. Mit auch einer großen Story. Das letzte war ja quasi, wenn man das so sagen kann, Force Unleashed 2, obwohl die da dann auch nicht so wirklich groß war, die Story. Wird sie natürlich auch noch auf den Kanal geben. Das war. Die Story ist ja nicht wirklich so lange, wie sonst beim ersten Teil war. Aber natürlich die Hoffnung beim zweiten Teil groß, dass es auch wieder so eine lange Story gibt. Pustekuchen. Nur ein Aufblick. Die Story von diesem Spiel wird schon mal deutlich länger gehen. Bewegung bleiben. Jedenfalls bin ich gespannt, diese Story mit euch zu erleben. Und vielleicht könnt ihr mich auch supporten. Egal, in was für eine Art. Ich hab mich auf ja, das Lichtschild so rausgeholt. So bereitest du dich auf den Tod vor. Ausruhen kannst du dich, wenn du tot bist. Sturmfeind nähert sich. Neu positionieren. Das war's. Ich bin geliefert. Ja, das bist du. Das ist auch cool, wie die einfach auf die ganzen Sachen reagieren, wenn man irgendwie. Wenn er irgendwie der Letzte ist oder so. So. Ich kann durchkommen. Sicher. Nein, jetzt haben wir das perfekte Blocker. In Force Unleashed 2 wäre übrigens in der Mitte halbiert worden. Es ist ja auch so ein Makel gewesen, warum manche dachten, dass das Spiel nicht so geil wäre. Ob das jetzt wirklich so geil ist, möchte ich natürlich auch herausfinden.
sonst würde er... Sonst würde ich das eh nicht aufnehmen und für euch hochladen. So Leute, die mögen so solche Spiele nicht, die weit und weitläufig und groß sind oder viel Inhalt haben. Wir können ihn einfach nicht lassen, wo alle Belohnungen an mich gehen. Nein, das geht nicht. Diese großen Spiele einfach nicht mögen. Und für die ist dieses Spiel, glaube ich, überhaupt nichts. Weil das dauert schon recht lange, bis man das durch hat. Soweit ich gelesen habe. Geh nach vorn, halte den Zug auf. Ja, das wäre so die einfachste Möglichkeit. Oh nein! Auf Deckung! Zwischen den Salzen nach vorn! Jetzt! Die Salben dauern halt schon ganz schön lange. Schneller! Das war auf ein Satz mit X. Da die Kuppel. Ah, der Zug dürfte mal auf sein. Oh nein, nein, nein! Ich bin fest, Kerl. Übel. Ja, das ist übel. Ich kann nur rauf. Was jetzt? Ah, was jetzt?
Der Zug hält? Das hört sich nicht gut an. Das ist nicht gut. Ich habe ein ganz gutes Gefühl bei der Sache. Ja, jetzt bloß nicht runterfallen. Okay, was machst du? Ah, halt dich jetzt wenigstens da fest. Au. So, ganz ruhig. Halt dich jetzt wenigstens in den Druiden fest. Komm, das schaffst du. Das ist sicher gelandet. Und das sieht nicht gut aus.